Werner von Siemens hat im 19. Jahrhundert ein Start-up gegründet in einem Berliner Hinterhof. Und heute ist dieses Unternehmen kein Start-up mehr. Heute ist es ein Stay-up. Und ich glaube, dass einer der Gründe dafür ist, dass Werner immer nach dem Nutzen für Einzelne, aber auch für die Gesellschaft gestrebt hat. Der Inhalt oder die Erzählweise ist insofern besonders, als eigentlich Werner der Autor ist. Denn ein Großteil des Textes ist von ihm verfasst. Und wir haben eigentlich nur die Bühne und ein bisschen Drehbuch drumherum gemacht. Die Gestalt des Buches ist auch besonders. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass dieses Buch so aussieht, wie es aussieht, denn es ist ein mutiges Buch. Werner ist ein unfassbar inspirierender Mensch, der uns heute ermutigen kann, unseren unternehmerischen Weg zu gehen. Also ich glaube, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert gibt. Wir haben so eine ganze Sprache, mit denen wir Veränderungen beschreiben, wie wir sie heute erleben. Da geht es um Beschleunigung, da geht es um Vernetzung, da geht es um industrielle Paradigmenwechsel, da geht es um disruptive Technologien, da geht es auch um Veränderung von Arbeit. Und wenn man diese Begriffe nur nimmt und mal nicht aufs 21. Jahrhundert bezieht, dann beschreiben die genau das, was Werner und seine Zeitgenossen erlebt haben. Auch heute gibt es brodelnde Geister, viele. Und wir glauben, dass auch heute brodelnde Geister genauso Ermutigung brauchen, wie das der brodelnde Geist Werner gebraucht hat, um weiterzumachen, durchzuhalten, seine Krisen zu überstehen, seine Trauer zu überwinden, aber auch um sein Vergnügen an den neuen Ideen wiederzufinden.